Liebe Freunde, ich bin euer Kernkraft 3000 und willkommen zurück zu Oxygen Not Included mit unserer nächsten Grabeaktion hier in dieses Eisbiom rein, wo wir dringend auf der Suche sind nach Keuchwurzen für eine Kühlung, unter anderem unserem Sauerstoffraum, den wir mit als nächstes Projekt hier aufbauen werden. Und ich habe hier schon angefangen, das abzuisolieren, denn hier steht Kohlendioxid drin für die Kühlung, beziehungsweise die sterile Atmosphäre, die verdirbt dann halt nicht, die Nahrung, die wir hier reinsetzen können. Ja, wir bauen hier eine ganze Menge weiter, jetzt muss ich mal gucken, ob ich das hier noch irgendwo lagern kann. Eigentlich nicht, Platz haben wir auch nicht wirklich. Platz haben wir auch nicht wirklich. Ich habe jetzt zwei Sauerstoffpumpenalgendioxidierer erstmal hingesetzt, damit das ein bisschen noch voll läuft. Und wir müssen hier ein bisschen aufpassen. Ich werde hier irgendwo abgrenzen. Gemeisterter Beruf ist auch gut. Ich werde es hier mal abgrenzen und werde gleich hier die Türen hinbauen. Eisenerz, Kupfererz. Ja, das war ja immer ein bisschen die Frage auch. Das kam auch im Discord auf. Warum wird eigentlich nur Kupfererz genommen und nicht Eisenerz? Jetzt sehe ich es auch. Ich habe dir das nicht im Kopf. Kupfererz hat eben noch einen Dekor plus 10 Wert. Na, wird das noch gemacht hier? Die Rutschstange muss hier weg. Achso, hier muss die eben aufhören. Okay, so muss ich das machen. So. Das ist es. Und wir bauen jetzt hier eben das Ding zu, die Leiter noch weg. Und setzen wir hier luftdurchlässigen Ziegel rein. Ich bin nicht ganz sicher. Eigentlich nicht. Ich will den Wasserstoff hier oben haben. Wir setzen es mal mit Ziegel zu jetzt erstmal. Granit, ja, okay, okay. Ich bin noch nicht sicher, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle, aber ich will hier diese Abgrenzung erstmal machen, damit wir hier auch in Ruhe hier oben weiterbauen können. Ja, jetzt habe ich natürlich auch keinen Kunststudent, den würde ich mir gerne als nächstes reinholen und gucken wir doch mal, ob wir den haben. Ich brauche das Interesse einfach. Tja, kann ich nicht machen. Denn kann ich hier nicht weitermachen. Kunststudent könnte natürlich Valle Time rein. Der jetzt aber schon hier ist. Kurier. Er könnte noch Kurier machen. Das wird schwierig. Ich lehne die erstmal ab hier. Alle abweisen und mal gucken, wann die nächsten kommen. Das müssen wir machen. Hier oben wird gut gebaut, dann sammelt sich der Wasserstoff hier oben ein bisschen. Hier ist der Sauerstoffgehalt eben schon besser. Hier muss ich auch zubauen. Hier könnte ich eine Tür noch hinbauen. Das ist okay. Könnten wir auf dieser Ebene einfach gleich mal machen. Was steht da? Überflutung. Achso, na gut, das ist hier oben drin. Nahrungsmangel ist klar, aber das hält sich in Grenzen. Das hält sich in Grenzen. So, hier geht eben kein Sauerstoff mehr verloren. Hier geht kein CO2 mehr verloren. Das geht eben alles sofort nach unten. Wasser, okay. Kann ich hier unten auch gleich wieder filtern eigentlich? Könnte ich machen. Das funktioniert soweit ziemlich gut. CO2 muss ich hier noch eine Tür reinbauen. Damit das CO2 nicht hier unten weitergeht, denn ich muss hier weiterbauen für die nächsten Ebenen da unten. Ist hier kein Samen verfügbar? Nee, Dornblütensamen. Da müssen wir mal gucken, wann wir das nächste, die nächste Ernte mit den Samen bekommen.
Ja, sieht gut aus. Und ich muss mal gucken, ich könnte hier schon was reinbauen. Chlorgas. Jetzt muss ich mal gucken, dass wir das machen. Chlorgas. Ja, das können wir komplett abpumpen lassen. Könnte man es eben komplett abpumpen lassen? Ja, das sieht doch schon hier nicht schlecht aus. Mit einer Gasleitung, die wir mal hier setzen. Was natürlich doof ist. Für später. Für später. Eine Gasbrücke können wir hier bauen. Ne, das werde ich hier drunter setzen später, aber da muss ich ein bisschen aufpassen. Naja, das darf ich noch nicht machen. Das ist gefährlich. Und ich muss jetzt hier dann reingehen und auch die große Schleuse einfach mal bauen. Zack. Ich hoffe, das funktioniert dann irgendwie. Naja, wird nicht ganz gehen. Nee, das lassen wir mal. Das lassen wir und die große Schleuse bauen wir eben hier oben jetzt hin. So, und dann kommen wir hier eben rein. Hier durch hoffentlich nicht. Das möchte ich wegmachen. Ja, dass sie nicht hier oben dann durchgehen. Und dann kann ich eben auch sehr schön das hier weiterbauen mit der Gasleitung. Und baue dann hier eben eine Pumpe rein. So, sind wir denn hier schon drin? Ja, gleich. Hier sind wir gleich drin. Ah, Mensch, da sehe ich schon. Ein Keuchwurz haben wir schon. Sehr gut. Ah, ich brauche hier mehr. Das ist auf jeden Fall wichtig. Denn hier oben wird unser Sauerstoffraum gebaut. Da steht die Planung eben schon von. Mal gucken, wann die nächsten Duplikanten da sind. 1,8 Zyklen. Oh, Nahrungsmangel. Nahrungsmangel, aber das ist hoffentlich gleich fertig. Ich guck mal ein bisschen auf die Vitalwerte nebenbei. Ja, 2000 Kalorien ist noch in Ordnung. Absolut in Ordnung. Sauerstoff in Ordnung, das ist gut. Sich gut entwickelt jetzt durch die beiden Pumpen. Ah, hier unten Wahnsinn, dass das so gut hält, ey. Das ist echt cool. Das freut mich. Dass die Temperatur hier sich so gut abkühlt. Ja, dann habe ich hier unten auch eine komplette Farm. Hier muss natürlich nur noch mehr Sauerstoffdruck rein. Und was ist jetzt hier los? Algen. Ah. Ja, hier muss ich natürlich jetzt durch. Und das auch alles mit abgraben hier. Ganz wichtig. Welche Prio hat das? So. Das ist okay, dann können die Duplikanten eben hier durch. So, und hier legen wir mal weiter den Strom. Gucken, ob das klappt und wie weit das denn hier geht. CO2 und Chlor daneben hier drin. Bin ich mal gespannt, ob dieses Projekt funktioniert. Prio machen wir mal gleich ein bisschen höher auf 7 hier. Ja, Algen werden beliefert. Sehr schön. Muss sofort weiter gepumpt werden. Das geht nämlich auch doch relativ flott runter. Und ich finde das schon eine krasse. Kleine Kolonie eigentlich. Krasse kleine bis mittlere Kolonie. Und das Wasser muss ich mir dann auch Gedanken machen, dass ich das sofort auch wieder auffiltere. Das Schmutzwasser. Müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Dass ich hier die Toiletten sofort wieder
abfiltern kann. Ja, da habe ich auch schon eine Idee. Das werde ich dann hier drunter bauen. Das ist schon ziemlich cool. Ah ja, Transport wollte ich ja bauen. Seht ihr? Transport wollte ich bauen. Das werde ich hier drüber auch alles machen. Eine große Lagerhalle werde ich hier bauen. Und jetzt ist es endgültig so. Ich habe ja auch gesehen in den Patch Notes, dass es endgültig jetzt vorbei ist mit, dass die Greifer hier durch irgendwelche Ziegel greifen können. Also da werden wir ein bisschen rumtesten müssen, wie unser Zentrallager hier aussieht. Das auf jeden Fall. Das werden wir machen. Ach so, die kommen hier natürlich nicht durch. Klar, unerreichbar. Kommen die hier nicht hoch? Da muss ich mal gucken. Doch, eigentlich schon. Jetzt. Ja. Jetzt auf jeden Fall. Chlorgas tritt hier ab und zu mal aus, aber hier ist überall Chlorgas drin. Das ist ein bisschen doof. Und irgendwas, ach, der Bleistein. Ja, das ist ziemlich gut, aber ist noch auf Englisch hier. Das tritt eben auch, das bringt eben auch das Chlorgas raus. Was ziemlich gut ist. Dann haben wir hier im Moment eine unendliche Chlorgasproduktion und brauchen nicht zwingend hier unten rein. Was man aber auch natürlich auch machen könnte für später. Weil wir den Raum hier brauchen. Und das werde ich auch machen. Ich werde das hier erstmal abpumpen lassen. Strom ist dran. Achso, da kommt hier nicht hin. Okay, dann werden wir das auch machen. Nämlich so. Gut, Prio 8. Automatisch drin. Gemeisterte Berufe. Ah, aber das ist schon Maximum. Ah, hier. Cat LP2. Ja, sehr schön. So, haben wir denn jetzt hier neue Duplikanten? Gleich ist es soweit. 0,5 Zyklen. Und wir brauchen dann einen Kunststudenten am besten. Und ich finde es aber ein bisschen schwierig, uns den Beruf Kunst auszuführen. Ja, das ist ein bisschen doof auszuüben. Das ist ein bisschen schwierig auch herauszufinden, wenn man jetzt hier verfügbare Duplikanten hat im Biodrucker. Wie die geeignet sind. Da steht nämlich nicht, dieser ist geeignet, sondern das muss, glaube ich, bei den Interessen überhaupt rausgelesen werden. Das gucken wir uns gleich mal an. Das will ich mir angucken. So, jetzt kann gebaut werden. Sehr schön. Jetzt. Wasserstoff hier oben. Das werden wir alles schön abmurksen können noch, hoffentlich. Was haben wir denn hier alles noch? Ja. Ah. Kein Beauftragt und es kann auch nicht gebaut werden. So, jetzt pumpt es. Sehr schön. Es pumpt Chlorgas, was auch schön steril diesen Raum gleich machen wird. Müsste ich mit Automatisierung erstmal, aber ich lasse das hier erstmal komplett volllaufen. Mit Chlorgas. Das wird dann alles richtig schön grün. Richtig schön ekelhaft grün. Ja, und der Raum ist gleich voll hier eigentlich. Ja, CO2 und Chlorgas hängt da drüber ein bisschen. Sauerstoff hier oben drüber, was aber auch okay ist. Ja, dieser Raum passt auf jeden Fall hier. Bleistein muss auch weg. Hier muss ich noch weiter bauen. Bleistein mache ich auch hier gleich mit rein. So, neue Duplikanten. 9000 Kalorien. Das scheint also wirklich aufzugehen und zu wachsen. Ah, Kunst. Endlich. Endlich. May. Sehr schön. Biogefährdung. Immunitätsregeneration minus 4% pro Zyklus. Wird also schneller krank. Okay. Das ist schwierig. Aber auch hier haben wir Kunst, Ruby, Schnarcher. Schwierig. Aber ich nehme den May. Die muss dann eben auf das Krankenbett, was wir auf jeden Fall mit reinnehmen müssen. Und ich brauche Algen, sehe ich gerade. Da mache ich erstmal Pause. Jetzt hier unten werde ich reingehen. Ja. Gehen wir mal hier unten rein.
So, 8 Duplikanten haben wir. Betten sind auch da. Ach nee, ich wollte ja hier weiterbauen, stimmt. Und berufe sofort May als... Moment. Wieso kann ich das... Was ist denn das? Kreativität 0. Hä, ich hatte das geradeaus... Also das ist ja total bescheuert. Man sieht immer nicht genau... Oder bin ich da blöd? Das habe ich doch sonst im Hemd bekommen. Fähigkeiten, Kreativität 0. Ach, das sind diese Fähigkeiten, okay. Wer wäre denn jetzt geeignet? May, klar, oder Valle Time? Und kann ich Valle hier mit May ersetzen? Ja, kann ich. Dann wird der eben der Kurier. Und Valle wird jetzt Kunststudent. Sehr schön, endlich. Dann kann das hier sofort auch weitergebaut werden. Und dann kann ich das hier abbauen, kann auch, also hier Bilder weiterbauen, immer wieder zurückbauen. Und kann dann hier den nächsten, das nächste Feldbett mit reinbauen. Ja, wir sind hier oben drin. Sehr schön. Ja, Keuchwurz, ganz wichtig. So, hier muss jetzt rein. Wie nennt man denn das jetzt? Schön Bleistein. Das wollen wir. Bleistein. Und ich nehme auch mal... Die Samen könnte ich ja auch nehmen, weil die ja steril sind. Und sämtliche Samen. Dann kopieren wir das. Aber was pumpt er denn jetzt hier eigentlich raus? Chlorgas komplett. Ja. Ja, ist ziemlich voll jetzt hier auch schon. Das passt aber. Sehr schön. So, Algen haben wir wieder. Ja, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Hier unten wird es immer ein bisschen schwierig, aber hält sich da auch in Grenzen. Warum das noch nicht voll ist, noch keinen weiteren Samen bekommen. Okay. Eieiei, wie die hier hochrennen müssen. Das ist echt Wahnsinn. Da brauche ich auf jeden Fall die Station. Ja, hier tritt nichts aus. Das ist also wirklich gut. Ja. Nee, oder? Nee, CO2. Bin ich ganz sicher, ob hier doch mal ein... Irgendwas austritt. Zumindest wenn mehr als eine... mehr als einer Duplikant hier durchläuft, dann auf jeden Fall. So, keine Produktion. Ich könnte jetzt auf jeden Fall schon Kohle hier mit reinnehmen. Hier ist Kohle drin. Ich könnte mal gucken. Fädeltes Metall. Da können wir schon mal anfangen jetzt. 10 Tonnen. So, das heißt, wir machen das jetzt erstmal eine ganze Weile und lassen hier schlagen. Kupfererz. So, das muss mal bitte gemacht werden hier auch. Lieber... Achso, Moment, da muss ich natürlich erstmal gucken auf die Prioritäten. May... Bedienen. Ja. Kampf. Und wer war jetzt Kunst? Ah, Valle. So, das ist wichtig. Reinigung. Reinigung, okay. Machen sie automatisch. Versorgung. Elektroingenieur. Ah, Benzin, das war's. Chefkoch. Landwirtschaft. Da. Erfahrener Landwirt. Ja, muss ich gleich sofort hochmachen. Viehfarm. Chefkoch haben wir. Professor ist Forschung. Erfahrener Minenarbeiter ist Graben. Maximal hoch. Elektroingenieur haben wir. Kunststudent haben wir. Viehfarm, Reinigung, okay, können wir auch erhöht machen mal. Laufbursche, das heißt, Versorgung, ja,
Der hat Versorgung. Sehr gut. Jetzt dürfte es klappen. Das May hier. Da müsste sie schon kommen. Er oder sie. Achso, und ich gucke gerne mal auf meinen schlauen Zettel, wer der Nächste auf der Liste ist jetzt. Wer war der Letzte? Valle Time. Jan Hess ist als Nächstes. Okay. Sehr schön. Jan Hess ist als Nächstes in unserer... In unserem Dunklen Turm 2. Jan Hess. Willkommen. Ich hoffe auf keine weiteren Todesfälle, aber das wird schon klappen. So, das läuft hier ziemlich gut. Sehr schön. Oh, doch nicht hier essen, Jan Hess. Mein Gott. Im Chlorgas. Okay. Also die Nahrung funktioniert ziemlich gut. Das ist echt nicht schlecht. Freut mich, dass es so gut funktioniert, dass sich das langsam erhöht hat. Und jetzt können wir hier das nächste Bild machen schon. Möbel. Ganz wichtig. Und wie krass sieht das denn aus? Aber das ist nur originell. Und nicht meisterlich. Oder können die auch von hier unten bauen? Dann brauchen wir die Leitern gar nicht mehr. Möbel, das machen wir jetzt nochmal kurz. Das Ding. Und das Ding. Und hier natürlich auch noch eins hin. Ja, wird auch noch abgebaut. Wie viel veredeltes Metall haben wir? 250 Kilo, also kann Code hier gerne noch ein bisschen prügeln. Und wir haben bis jetzt, ja, eine ziemlich gute Kolonie gebaut. Das nächste große Projekt wird natürlich Sauerstoffraum hier oben. Ja, hier müssen wir durchgehen, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Prio möchte ich hier echt gern auf 8 haben. Alles auf 8 haben. Ja. Das wird interessant, das will ich sehen. So, hier wird noch gebaut und das nächste Bild können wir auch noch ranbauen. Oh, ein Eisblock. Das ist natürlich auch nicht schlecht, immer mal wieder einen Eisblock zu haben. Denn was ich natürlich machen kann, ist mit diesen Wasserstoffkühlung, mit den Wärmetauschplatten, direkt reinleiten in den Sauerstoffraum. Das werden wir auf jeden Fall testen. Das wird interessant, da freue ich mich schon drauf. Das wird interessant. So, hier wird schon gleich gebaut. Okay, da können wir auch schon das Bett hinbauen. Dauert auch krass lange. Nahrungsmangel, aber im Moment okay. Sauerstoff aber läuft. Ja, laufen beide. So, was ist hier los? Ist das auch mal fertig? Auf 8. Sehr schön. Jan Hess. So, wir haben jetzt 8 Duplikanten, liebe Freunde. Wir machen hier eine kurze Pause. Wir haben 500 Kilo Kupfer. Das werde ich vielleicht auf eine Tonne hochgehen lassen. Eure Kommentare bitte gerne unter dieses Video, wie gewohnt. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Und schaltet wieder ein beim nächsten Mal Dunkle Turm 2. Es geht voran. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.